Ja, ein herzliches Hallo zu diesem Video, das ich ganz kurzfristig heute entschieden habe, noch zu machen. War gar nicht auf meinem Plan drauf, dass ich es heute mache. Es hat sich nur so ergeben, dass ich sah, dass das Thema Karma und karmischer Partner ganz oft in irgendwelchen Videos momentan zum Thema Seelenpartner, Zwillingsseele, Seelenzwilling, Dualseele in Erwähnung kommt. Und für meinen Begriff wird es zu sehr in die Negativität reingedrückt, dieser Begriff karmischer Partner. Und das möchte ich heute aus meiner Sicht, wie ich das Ganze empfinde und fühle und erkenne, vermitteln und erläutern. Dazu fange ich mal an, was heißt denn überhaupt Karma? Karma ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, plakatives Beispiel: Wenn ich mit der Faust auf den Tisch haue, dann haut im Endeffekt auch der Tisch gegen meine Hand und damit erzeugt es auch gewissermaßen Resonanz und wenn ich Pech habe, auch einen ziemlich starken Schmerz, wenn ich da zu fest drauf haue auf diesen Tisch. Das heißt, meine Tat, den Tisch auf den Tisch zu hauen, aus welchen Gründen auch immer, erzeugt, wenn man es mal so will, in Anführungszeichen, Karma, was schmerzhaft ist. Könnte man auch negatives Karma bezeichnen. Wobei die Aussagen negativ und positiv sind ja wieder Bewertungen vom Verstand, vom Ego. Im Endeffekt ist es einfach eine Wirkung auf dessen, was ich getan habe. Das heißt, jeder Mensch erzeugt ständig sozusagen irgendwelches Karma. Und Karma heißt einfach nur Ursache, Wirkung. Etwas wird getan und etwas erfolgt auf dessen, was ich getan habe oder gedacht habe oder vermittelt habe. Das heißt, ich kann auch Karma über mein Denken erzeugen, was ich auch tagtäglich tue, oder über meine Handlungen, was ich tagtäglich tue, oder über meine Aussagen, die ich mir selbst gegenüber mache oder anderen gegenüber mache. Also alles, was ich tue, erzeugt ständig Karma. Das ist einfach mal ein normaler Fakt, der ist so und ist im Endeffekt erst einmal neutral zu bewerten. Karma heißt Ursache-Wirkungsprinzip. Natürlich wird oft gesagt, ja, ich habe schlechtes Karma, damit meint man wahrscheinlich schlechte Ausstrahlung oder schlechte Grundlagen für das Leben, weil ich oft im anderen Leben etwas getan habe und in dem Leben dieses Karma abarbeiten darf. Das ist natürlich wieder eine Glaubensrichtung, der kann man sich anschließen oder auch nicht. Das bleibt einem selbst überlassen, ob man diesem Gedanken sozusagen zugeneigt ist oder sagt, nee, totaler Irrsinn, Quatsch, habe ich nicht im Gefühl, dass das stimmt. Und wenn du es nicht für dich als relevant erachtest und daran glaubst, dass es so ist, dann steht ja schon in einem ganz wichtigen Buch, auch Bibel genannt, die für viele ja eine ganz große Bedeutung haben in dieser westlichen Welt, steht da drin, es geschehe nach deinem Glauben. Das heißt, wenn du an Karma glaubst, dann ist es für dich Fakt. Wenn du an Karma nicht glaubst, hat es für dich erstmal keine Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass du mit deiner Aussage, deinem Tun und Handeln etwas erzeugst, was eine Gegenreaktion bringt. Was du aber dann nicht Karma nennen würdest, sondern einfach nur Reaktion, Aktion und Reaktion. Du machst etwas und etwas reagiert auf deine Aktion. Das heißt, das Wort Karma ist an sich sehr neutral. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass in manchen Videos oder auch teilweise so in vielen Videos das Thema karmischer Partner erwähnt wird in Bezug auf Seelenzwillinge, Dualseelen, Zwillingsseelen. Und das wird immer so ein bisschen in die negative Richtung reingedrückt. Ja, du hast einen karmischen Partner, mit dem hast du nur Leid und dann musst du dich durchkämpfen. Und es ist es eben, der karmische Partner hält dich von etwas ab oder bringt dich nicht weiter und hält dich zurück. Und du lässt dich davon abhalten. Ja, ja und nein. Du bist, wenn man es mal genau betrachtet, neutral betrachtet, einem Menschen, einer Seele begegnet. Und daher würde ich das Seelengefährte oder Seelenbeziehung nennen, vielleicht sogar einen innigen Seelenpartner, der sich mit dir in diesem Leben verabredet hat, damit ihr beide etwas lernt und weiterkommt auf eurem spirituellen Weg. So erstmal die neutrale Fassung.
Nun aber kommt der Verstand hinzu und der Verstand sagt natürlich dann, ah, mein Seelenpartner oder mein Mann, meine Frau macht dies und das tut mir jetzt nicht gut. Und dann entsteht schnell dieser Eindruck, dass dieser Partner, karmischer Partner genannt in dem Fall oft, etwas Negatives an sich hat, das er dir vermittelt. Im letzten Endlich macht er das nicht. Es ist auch nur da wieder eine Aktion, eine Reaktion auf etwas, was geschieht. Ihr macht Ping-Pong-Spiele mit euren verletzten Kindheitsthemen. Er hat eins, du hast eins, sie hat eins, du hast eins. Das geschieht ja mit allen anderen Menschen auch. Dafür brauchst du jetzt nicht einen Partner. So gesehen hast du nur karmische Beziehungen um dich herum. Den Chef, die Chefin, die Arbeitskollegin, deine Freunde, deine Familie, die Mutter, der Vater, Bruder, Neffen, Nichten, Cousinen, der Mann an der Kasse, die Frau an der Tankstelle, die dir deinen Platz wegschnappt, bevor du da hinfahren kannst. Und direkt vor dir fällt noch eine andere rein oder anderer und nimmt dir die Tankstelle Platz erstmal weg. Das ist auch Karma. Nun ja, du hast vielleicht etwas gedacht und dann wurde schwuppdiwupp dir den Platz weggeschnappt. Da würdest du aber nicht drauf kommen und sagen, oh, das ist aber schlechtes Karma heute. Habe ich eine, das ist eine Karma-Beziehung dieser Dame, die den Platz da vorne weggeschnappt hat, oder diesem Mann, der mir noch vor, irgendwas aus, noch vor mir in die Kassenschlange sich durchgezwängt hat. Oder wie auch immer dieses Karma auszusehen hat. Du verstehst, was ich dir sagen möchte. Also, du würdest dann nie so sagen, oh, das ist aber jetzt auch ein schlechtes Karma. Ist es ja auch letztendlich nicht. Es ist eine Lernerfahrung mit einem Menschen, einem Seelenpartner, einem Seelengefährten, einer Seele letztendlich, die mit dir in dem Moment etwas erzeugt, nämlich eine Aktion und eine Reaktion. Weil die Reaktion kann wie folgt aussehen. Du kannst dich jetzt aufregen und auch schimpfen auf diesen bösen Fahrer vor dir oder der Mann, der sich in die Schlange reindrängt und nochmal musst du nochmal 2 Minuten länger an der Kasse warten. Wie furchtbar ist denn das? In unserer schnelllebigen Zeit. Uiuiui. Oder du kannst sagen, ach, jetzt habe ich noch 2 Minuten länger Zeit, hier zu stehen, auf meinen Atem zu achten, mich zu entspannen und zu genießen, was jetzt ist. Es sind zweierlei Reaktionen. Das eine würdest du als negativ, das andere als positiv bezeichnen. Wenn du es aber ganz genau betrachtest, sind es nur 2 unterschiedliche Reaktionen auf die gleiche Situation. Mehr nicht. Und diese Aussage, dein karmischer Partner, musst du sozusagen dich von ihm abwenden und ihn hinter dir lassen, weil er dir schaden könnte. Nein. Das, was dir schadet, ist dein Denken, dass es dir schadet, wenn du mit diesem Partner zusammenbleibst. Das letztendlich ist der Schaden. Es ist nicht schlecht oder Anführungszeichen ungut, wenn du in einer Beziehung momentan noch bleibst, weil es momentan so ist und ihr noch was gemeinsam zu lernen habt. Das ist die Aufgabe. Es geht darum, zu erkennen, dass du mit einem Menschen, mit dem du zusammengeführt worden bist, eine Art Aufgabe zur Ausführung bringen solltest. Und wenn du nun erkennst, dass jeder Mensch, mit dem du zusammentriffst und eine Aktion und Reaktion entsteht, Karma entstanden ist, in welcher Form auch immer, gutes oder schlechtes Karma, sei mal dahingestellt, wird dieser Begriff karmischer Partner oder karmische Seelenverbindung oder karmischer Lernpartner, wobei ich diesen Ausdruck noch am allerbesten finde, karmischer Lernpartner, weil lassen wir mal das Karma weg, ist es eben Lernpartner, Lernpartnerin, um etwas deutlich gemacht zu bekommen über die Reaktion, die auf deine Aktion kommt oder auf wie auch immer du es bezeichnest. Also achte mal genau drauf, inwieweit du von vielen, vielen Sachen, die du hörst, die du siehst, zu denen du hingeführt wirst, die dich in eine Spur führen wollen, die nicht der Wahrheit entspricht, sondern die einem Klischee, einem Denkmuster, einem Ego-Verstandesprojektionsmuster entsprechen. Das ist ganz, ganz häufig der Fall. Und auch bei weit entwickelten, wenn man so sagt, ja, der oder die ist schon weit entwickelt und macht tolle Beratungen, das möchte ich ja gar nicht mal in Abrede stellen. Das ist durchaus sinnvoll und durchaus richtig. Nur genau dann gilt es trotzdem nochmal hinzuspüren, inwieweit
das, was der oder diejenige sagt, mit dir tatsächlich in Resonanz geht und ob das, was gesagt wird, tatsächlich für dich wahr ist und ob du dich tatsächlich wieder mal einem Dogma, einer Matrix sozusagen verschreibst, indem du glaubst, ja, das ist mein karmischer Partner und er tut mir jetzt nicht gut. Nee, er tut dir gut, weil er zeigt dir Dinge auf, Dinge, die du ablösen musst, Dinge, die dir nicht gut tun. Er zeigt dir etwas, was dir in dir eh nicht gut läuft. Und wenn man es mal ganz, ganz runterbricht, also wirklich auf das Thema Dualseele und innigen Seelenbeziehungspartner, dann ist auch er ein karmischer Partner, denn auch er oder sie, deine Dualseele, erzeugt über seine Reaktion und seine Aktion mit dir ein Karma, ob negativ oder positiv. Es entsteht eine Resonanz auf das, was ihr beide miteinander macht. Also auch deine Dualseele ist letztendlich ein karmischer Partner. Und wenn du das bewusst wirst, dass deine Dualseele auch ein karmischer Partner ist und du das ganze Spiel durchschaust, was da geschieht in der Welt, wie du verwirrt wirst, wie du durch verschiedene Möglichkeiten, die sie dir offerieren, du immer in der Wahl bist, zu glauben oder nicht zu glauben, anerkennen oder nicht anerkennen. Wahrheit ist das oder ist das die Wahrheit? Finde deine eigene Wahrheit. Finde dein eigenes wirkliches Wesen. Finde dich selbst persönlich und geh von all dem weg, was dir irgendjemand sagt. Auch wenn ich dir etwas sage und du kommst damit nicht in Resonanz, wirf's weg. Dann passt es für dich einfach nicht. Dann ist es für dich nicht relevant, dass du auch nur eine Sekunde länger weiter zuhörst. Es ist wichtig, dass du dich erkennst. Und das kannst du nur in dieser Welt, in der wir hier leben, kannst du dich erkennen über das, was du als Karma, Auslösungsfaktor mit dem anderen erlebst. Darüber, wenn du wach und bewusst bist und genau hinschaust, wirst du erkennen, was dieses Karma in Anführungszeichen, diese Aktion und Reaktion mit dir zu tun haben und wie du da aussteigen kannst. Und wenn du diesen übergeordneten Blick bekommst und nicht mehr verstrickt bist in irgendwelchen Begrifflichkeiten, Dualseele, Seelenpartner, alles menschengemachte Begriffe. Die geistige Welt kennt diesen Begriff Dualseele nicht. Die geistige Welt kennt Karma nicht. Diese Begrifflichkeiten sind eben eine von Menschen geschaffene, Ausdrucksweise für etwas, um es dem Verstand verständlich zu machen. Das heißt, es macht keinen Sinn, darüber negativ oder destruktiv zu denken, dass dir ein karmischer Partner, der ja im Grunde nur ein Partner, eine Partnerin ist, die dir etwas spiegelt, als negativ einzustufen oder zu sagen, ja, das tut mir jetzt aber nicht gut, der oder sie machen Dinge, die mir nicht gut tun. Nee, er oder sie machen Dinge, die dir etwas zeigen. Eine karmische Beziehung ist im ersten Moment eine wunderbare Erfindung, sagen wir mal so, dieser Dimension hier, indem du in den Spiegel schaust, der dir quasi entgegengehalten wird und du dich dann, wenn du bereit bist, dich darin erkennst. Das heißt, alles hat Ursache und Wirkung. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann gibt es diese Ringchen, die sich ausbreiten, wenn man mal so will, im Endeffekt bis in alle Ewigkeit, wenn der See groß genug wäre. Das ist Ursache und Wirkung. Du wirfst einen Stein ins Wasser und es entsteht diese Resonanz. Also Karma ist nichts Negatives. Es ist nur in unserem Denken negativ assoziiert. Und wenn du weiter möchtest auf deinem Dualseelenentwicklungsweg und du momentan noch in einer karmischen, in Anführungszeichen, Beziehung bist, dann sei dankbar, dass du mit diesem Menschen eine Aufgabe hast, nämlich genau hinzuschauen und anzuerkennen, dass du nicht ohne Grund in dieser Beziehung gelandet bist, weil auch diese Begegnung, Ehe,
eheähnliche Gemeinschaft, Partnerschaft, Freundschaft, Liebesbeziehung hat einzig und allein den Sinn, dir etwas zu sagen, zu zeigen, offensichtlich zu machen, was dir ohne diesen Spiegel gar nicht offensichtlich werden würde. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute, erkenntnisreiche Zeit. Schau genau hin, wenn du etwas hörst, wenn du etwas gesagt bekommst, spür hin und lass mal dein Gefühl die Oberhand bekommen, nicht dein Verstand, der in diesen Programmen ja läuft und das alles einfach so anerkennt. Ja, stimmt, es gibt Karma, karmischer Partner, dies und das. Ist das denn wirklich so? Oder ist das auch schon wieder ein Programm, das du durchaus in die goldene Kugel schicken solltest und damit auch aus dir raus katapultieren solltest? Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine erkenntnisreiche Zeit. Alles Liebe. Bis zu einem nächsten Video sage ich erst einmal Tschüss, gute Zeit, deine Helga.